seit vielen Jahrzehnten, eventuell Jahrhunderten, gehen wilde Geschichten über dieses friedliche Insekt von Mund zu Mund. 3 Stiche töten ein Kind, 10 Stiche einen Erwachsenen, 50 Stiche ein Pferd. So in dieser Art. Hier soll einmal einiges klargestellt werden. Anstoß für diesen Film war ein Hornissennest, welches sich über unserem Fenster befindet. Daher auch diese Aufnahmen. Die Gründung und den Bau eines Hornissennestes beginnt immer eine Königin. Wenn der Bau den hierfür nötigen Zustand erreicht hat, beginnt die Königin mit der Eiablage. Denn die Königin braucht natürlich auch ein Volk, vor allem Arbeiterinnen, für den Nestbau, die Brutpflege und die Nahrungsbeschaffung. Für den Nestbau wird altes Holz gekaut und zu einem papierähnlichen Stoff verarbeitet. Der größere Teil eines Hornissenvolkes sind Arbeiterinnen. Dies sind auch die Tiere, die einen Stachel besitzen. Die männlichen Insekten, die Drohnen, haben keinen Stachel. Der Stich einer Hornisse ist nicht gefährlicher als der Stich einer Biene, aber bedeutend schmerzhafter. Denn die Biene hat einen Stachel von etwa 2,5 mm Länge. Der Stachel einer Hornisse ist etwa 3,4 bis 3,7 mm lang und dicker. Das Gift einer Biene ist stärker als das Gift der Hornisse. Sticht eine Biene, wird das ganze Gift abgegeben, weil der Stachel stecken bleibt und der Stechapparat alles Gift in die Wunde pumpt. Eine Hornisse gibt bei einem Stich nur einen Teil ihres Giftes ab, denn es wird ständig Gift für die Jagd nach größeren Insekten benötigt, um Futter für die Brut heranzuschaffen. Hochrechnungen zufolge kann ein Mensch mindestens mehrere hundert Hornissenstiche erleiden, ohne in Lebensgefahr zu geraten. In der Realität ist ein solcher Fall kaum denkbar. Die Schmerzhaftigkeit eines solchen Stiches wird auch dadurch hervorgerufen, dass in dem Gift eine Reihe Substanzen enthalten ist, welche den Schmerz noch zusätzlich steigern. Allergien auf Insektengift sind natürlich eine ganz andere Sache, ebenso wie Stiche im Mund- und Rachenraum. In diesen Fällen sollte sofort ein Arzt herbeigerufen werden und bis zu dessen Eintreffen sollten Eiswürfel gelutscht oder Eis gegessen werden. Hornissen sind normalerweise keine Besucher am Kaffeetisch, denn anders als zum Beispiel Wespen interessieren sie sich nicht für Kuchen, allerhöchstens für eventuell anwesende Wespen. Sollte sich eine Hornisse einmal auf einen Menschen niederlassen, ohne dass ihr ein Grund für einen Angriff gegeben wurde, sollte man keine schnellen Bewegungen machen, wie etwa versuchen, das Insekt vom Arm zu schütteln oder gar noch dem Tier zu schlagen. Auch das Anhauchen oder Anpusten kann als Angriff gewertet werden. Ebenso eine Alkoholfahne oder Schweißgeruch kann bei Hornissen Missfallen erregen, vor allem nah am Nest. Ein Hornissennest sollte natürlich nicht erschüttert oder beklopft werden oder die Einflugschneise verstellt. Das könnte zu schmerzhaften Konsequenzen führen. Übrigens, wenn in einem solchen Fall eine Hornisse ernsthaft die Absicht hat, von ihrem Stachel Gebrauch zu machen, sprüht sie unmittelbar vorher eine kleine Menge Gift auf den vermeintlichen Angreifer und markiert ihn damit als Zielobjekt
für andere Hornissen. Entfernt man sich in einem solchen Fall verständlicherweise vom Nest, beenden die Insekten den Angriff bei einer Entfernung von etwa 15 bis 20 Metern. Einen Hornissenstich behandelt man am besten mit Kühlung. Sollte sich die gestochene Stelle in den folgenden Stunden oder Tagen ungewöhnlich verändern, sollte ein Arzt konsultiert werden, denn es könnte eine Infektion der Wunde durch den Stich erfolgt sein. Denn man muss bedenken, dass das Insekt mit seinem Stachel auch andere Insekten tötet. Die Arbeiterinnen nehmen zwar nahezu ausschließlich pflanzliche Kost zu sich, aber die Brut wird mit zerkleinerten und vorgekauten Insekten aufgezogen. Bei Bedarf wird auch Wasser in das Nest gebracht, sowie von Wärterinnen dem Nest als lebender Ventilator Frischluft zugeführt. In der unmittelbaren Nähe des Nestes ist ebenfalls Vorsicht geboten, wenn Kosmetika benutzt werden, denn eine ganze Reihe kosmetischer Produkte jeglicher Art können Stoffe enthalten, welche mit Alarmpheromonen der Hornisse nahezu identisch sind, welche die Tiere abgeben, wenn für das Nest Gefahr besteht und die Hornissen sich dessen Verteidigung zuwenden. Von menschlichen Unterhaltungen fühlen sich die Tiere nicht gestört. An Insekten wird alles gejagt, was sich überwältigen lässt, auch Bienen und Wespen. Es werden ebenso fremde Hornissen, zum Beispiel Drohnen, welche in das Nest eindringen wollen, sofort erstochen. Drohnen beteiligen sich nur sporadisch an den Arbeiten im Nest und haben sie das Nest einmal verlassen, kehren sie niemals wieder zurück. Ihre einzige Aufgabe ist das noch, junge Königin zu begatten. Sollte sich eine Hornisse abends oder nachts durch ein offenes Fenster in das erleuchtete Zimmer verirren, sie wird sich in der Nähe von Lichtquellen aufhalten. Jagen und Schlagen nach dem Insekt ist unklug. Das Tier ist gut gepanzert und nicht so leicht zu töten wie zum Beispiel eine Fliege. Man sollte, wenn sich das Tier gerade in einer günstigen Position befindet, zum Beispiel an der Wand, vorsichtig, aber beherzt und zügig einen kleinen Glas- oder Kunststoffbehälter über die Hornisse stülpen und etwas Flaches, zum Beispiel dünne Pappe, zwischen Behälter und Wand schieben und das Insekt so einzufangen, um es am besten in einem dunklen Raum durch das offene Fenster mit Schwung wieder ins Freie zu entlassen. Fliegengitter an den Fenstern sind natürlich die bessere Lösung. Hornissen schlafen im herkömmlichen Sinne weder am Tag noch nachts. Nur in bestimmten Abständen verfallen die Insekten wie auf ein geheimes Kommando gleichzeitig in eine Art Starre. Nur für eine kurze Zeit im Minutenbereich. Dann geht jedes weiter ihrer Beschäftigung nach.
die auf dem Kopf zwischen den Facettenaugen im Dreieck angeordneten kleinen erhabenen Punkte sind ebenfalls eine Art Augen, nur dienen sie kaum zum Sehen. Es können praktisch nur Hell-Dunkel-Unterschiede erkannt werden. Sie sind jedoch auch empfindlich für kurzwelliges polarisiertes Licht. Weiterhin ist jedes der drei Punktaugen mit je einem Gleichgewichtsorgan verbunden. Es wird angenommen, dass diese sogenannten Ozellen auch eine Komponente der inneren Uhr sind, sowie der Navigation und der Feststellung der Fluglage dienen. Forschungen sind da noch im Gange. Hier ein bebilderter kleiner Ausschnitt aus dem Speiseplan der Hornissen. Sie sind nicht sehr wählerisch und sie begnügen sich sowohl mit kleineren Insekten, wagen sich aber auch an große Exemplare. Denn mit ihren kräftigen Zangen, Mandibeln genannt, und ihrem Stachel sind sie in der Lage, auch diese zu überwältigen. Wird der umgebende Raum, in welchem sich das Nest befindet, zu eng, um den Bau für die im Durchschnitt 400 bis 700 Hornissen zu erweitern, kann es geschehen, dass die Hornissen eine Art Zweigstelle anlegen, das heißt in der Umgebung ein weiteres Nest bauen. Bei diesen Aufnahmen könnte dies gerade der Fall sein, denn man kann sehen, dass Puppen bzw. Larven aus dem Nest geholt werden. Etwa im Oktober, November gehen alle Tiere zugrunde. Nur die Königin bleibt am Leben und überwintert, um im kommenden Jahr, Ende April, Anfang Mai, an einem anderen Ort mit dem Bau eines neuen Nestes zu beginnen und ein neues Hornissenvolk zu gründen.